Und jetzt den Blick zu mir. Alles klar. Und jetzt dreh den Kopf ganz rechts rüber. Jawohl. Dem Fotografen so selbstbewusst ihr vernarbtes Gesicht zu zeigen, fällt Vanessa Münstermann heute leicht. Schließlich geht es bei diesem Shooting eigentlich um etwas anderes, nämlich um ihren Babybauch, in dem gerade ihre kleine Tochter wächst. Egal welche Pose, sie ist immer schön. Es gibt keine falsche Pose, es gibt keine hässliche Pose, keine irgendwie eine Pose, die mir nicht gefällt, weil der Fokus eher auf ihr liegt. Jetzt ist das Gesicht nicht im Vordergrund, jetzt ist es der Bauch. Denn in ihrem Gesicht trägt die junge Frau seit 2 Jahren die Spuren eines Attentats. Schwefelsäure hat sich auf Vanessas linker Gesichtshälfte eingebrannt. Nicht nur ihre Haut ist verätzt, auch ihr linkes Auge hat sie verloren. Ich hätte ja auch am Anfang nie erwartet, dass ich noch mal so glücklich werde. Und das ist ein neues Kapitel. Dieses Leben, was jetzt in mir ist, diese Sonne, diese Helligkeit, wird diese Dunkelheit einfach so klein machen, dass sie vielleicht kaum noch spürbar ist. Vor 4 Monaten haben wir Vanessa zum ersten Mal getroffen. Damals hat sie uns Fotos gezeigt von der Zeit vor dem Säureanschlag. Eine junge, attraktive Frau. 26 Jahre ist Vanessa alt, als sie Daniel F. im Internet kennenlernt. Die beiden werden ein Paar. Doch dann beginnt der 33-jährige Brasilianer, seine Freundin zu tyrannisieren. Er war nach den ersten 4 Monaten ein Psychopath. Die Ausraster sind nicht nur verbal gewesen, sie sind dann zum körperlichen Teil gekommen, so wie mich die Treppen hochzutreten, nicht runter, mich an den Haaren hochzuziehen, sodass ich den Boden nicht mehr gespürt habe. Vanessa beendet die Beziehung. Ihr Ex-Freund wird zum Stalker. Mein Vater hat innerhalb von einer halben Stunde 72 Anrufe drin gehabt. Wir wissen bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Ich habe pausenlos SMS, anonyme Anrufe gehabt. Also das war Terror. Wenn man meine Familie angreift, das ist für mich dann wirklich der Wundepunkt. Da muss ich was machen. Vanessa zeigt ihn an. Nur einen Tag später wird sie ins Krankenhaus eingeliefert. Das Gesicht voller Schwefelsäure, mit der Daniel F. ihr am Morgen heimlich aufgelauert hatte. Ich lag 12 Tage im Koma. Ihre Familie ist in dieser Zeit immer bei ihr. Den Platz neben ihrem Krankenbett hat Vater Martin Münstermann über Wochen kaum verlassen. Und diese Tage, wo sie im Koma war, das war eigentlich das Schlimmste, was es gab, weil wir wussten nicht, wie wird sie wach, hat sie was mitgenommen von dem Ganzen. Das waren die schlimmsten Tage, das war ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich aufgewacht, ohne Haare, ohne Gesicht. Vanessa kann sich an jedes Detail des Überfalls erinnern. Dann der erste Blick in den Spiegel. Ich wollte es alleine sehen, ich wollte, dass niemand dabei ist. Bin dann einfach auf Toilette gegangen, hatte dann das Licht angemacht, habe mich natürlich dann das erste Mal so gesehen. Ich habe nur, oh Scheiße, gedacht. Vor genau diesem Augenblick hatte ihr Vater die größte Angst. Immer wieder hat er versucht, sich auszumalen, wie seine Tochter auf ihr Spiegelbild wohl reagieren könnte. Sein ganz persönlicher Albtraum. Meine Tochter wird wach und sagt, Papa, ich habe mich im Spiegel gesehen. Warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Weil für eine Frau, die hübsch ist, die süß ist, ein kleines Püppchen, und das weiß man von den Bildern vorab, fragt man sich natürlich, okay, ist das Leben dann noch lebenswert? Und auf diese Frage hatte ich eine panische Angst. Und ich habe ihr die Frage gestellt. Und hat sie gesagt, hast du mich so erzogen? Du hast mich erzogen, dich aufzugeben. Und Vanessa gibt nicht auf. Sie kämpft. In den letzten 2 Jahren hat sie nicht nur mehr als 30 Operationen überstanden. Sie hat auch einen Verein gegründet, der anderen entstellten Menschen hilft. Wenn ich mich beschreiben müsste, wie ich früher war, war ich eine sehr hübsche Frau. Ich war aber ein sehr unglücklicher Mensch. Jetzt bin ich ein sehr fröhlicher, aufgeschlossener Mensch. Und sie ist wieder mit ihrer Jugendliebe zusammen. Der Vater ihrer ungeborenen Tochter, den sie aus der Öffentlichkeit ganz bewusst raushalten möchte. Sich überhaupt wieder auf einen Mann einzulassen, das ist Vanessa schwergefallen.
der erste Kuss, dann kam die erste Annäherung oder dann der erste Satz, ich liebe dich oder ich verlieb mich wieder in dich. Das glaubst du nicht. Und bei mir hat es, glaube ich, ziemlich lange gedauert, dass es Klick gemacht hat, dass ich das angenommen habe. Also, dass ich die Liebe wirklich angenommen habe und gesagt habe, wow, okay, er liebt mich wirklich. Und das fühlt sich für Vanessa nicht nur schön, sondern ganz besonders an. Manchmal ist es süß, wenn er mich auf den Kinn küsst, dann spüre ich den Kuss am Ohr. Also es ist super komisch, aber die Nervenfasern haben sich nicht so zurückgebildet, wie sie es eigentlich sollten. Oder der Kuss auf die Wange ist dann irgendwie im Mund. Vanessa hat gelernt, ihr Spiegelbild zu akzeptieren. Nicht aber den Mann, den sie darin ebenfalls sieht, ihren Ex-Freund Daniel F. Vor Gericht hat sie selbst gegen ihn ausgesagt. 12 Jahre muss er insgesamt wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis absitzen. Aus Vanessas Leben verschwunden ist er deshalb trotzdem nicht, vor allem, weil er ihr aus der Haft immer noch Briefe schreibt. Es ist doch sehr traurig, was wir beide doch gerade für einen Lebensweg gehen. Doch nun machen wir das Beste daraus. Du mit OPs und ich mit Sport und Ausbildung, Schulabschlüssen sowie einem Fernsehmeister. Das ist reines Verspotten, das ist traurig und das tut weh. Besonders, weil ihr Ex-Freund schon in 10 Jahren ein freier Mann sein wird. Die Entlassung von Daniel macht mir große Angst. Das ist, glaube ich, die größte Angst, die ich in mir trage. Ich habe jetzt was zu verlieren. Davor war es nur, wenn er rauskommt, holt er mich, dann war es das. Dann ist das Kapitel abgeschlossen. Aber jetzt habe ich eine kleine Tochter. Und trotzdem hat sich Vanessa diesen Termin heute ganz bewusst ausgesucht. In der JVA Hannover wird sie sich die Zelle anschauen, in der Daniel F. während der Untersuchungshaft gesessen hat. Denn Vanessa hofft, dass ihr Ex-Freund seit der Tat zumindest ein bisschen gelitten hat, so wie sie. Heute bekomme ich endlich die Antwort auf die Frage, wie hat er das halbe Jahr gesessen, gerade Untersuchungshaft, wo ich noch im Koma lag. Wie erging es ihm? Ich musste gehen wieder lernen, essen wieder lernen. Was hatte er hier auszustehen? Es soll eine Strafe sein. Und natürlich möchte ich nicht, dass es ihm da drin zu gut geht. Peter Landgraf von der JVA Hannover begleitet Vanessa. Schwere, verschlossene Türen, überall Gitter. Genau hier hat Daniel F. gelebt, während Vanessa im Krankenhaus gegen die ätzende Säure auf ihrer Haut kämpfte. Jetzt zeige ich Ihnen den Haftraum, wo er halt untergebracht war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist immer wirklich klein. Ist das schlimm, dass ich mich gerade freue? Ja, 8 Quadratmeter. 8? Ja. In dem Moment, wo die Tür auch zugeht, ohne Klinke, ist das halt der Moment, wo einem bewusst wird, jetzt bin ich hier eingesperrt. Krass. Hört sich komisch an, aber ich bin zufrieden. Ich bin glücklich, dass es hier genauso aussieht, wie ich es erhofft habe. Peter Landgraf und seinen Kollegen war es ein persönliches Anliegen, Vanessa diesen Besuch heute zu ermöglichen. Das ist ja keine Tat, die alltäglich passiert. Zum Glück. Also es ist schon was den einen oder anderen oder auch die Mitarbeiter hier schon ziemlich mitgenommen hat und auch sehr ergriffen waren. Auch der ganze Verlauf jetzt, den Weg, den sie jetzt gehen, halt hier total gut finden. Ja. Also das habe ich sofort dann auch von den drumherum mitbekommenen Mitarbeitern hier halt auch gehört, dass das, boah, das finde ich toll und das ist aber eine taffe Frau. Dankeschön. Ja, eine 8 Quadratmeter Zelle als juristische Konsequenz für ihr entstelltes Gesicht. Ich glaube nicht, dass das, also für mich fühlt es sich nicht an, als wenn das hier Strafe genug ist. Aber was ist dann Strafe genug? Wirklich abschließen wird sie mit der Tat wohl niemals können, sagt Vanessa. Aber sie will ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Denn schon in 2 Monaten soll ihre kleine Tochter zur Welt kommen. Ich glaube, das macht den Schmerz so klein, dass man sagen kann, es hat sich gelohnt oder ich wurde jetzt belohnt dafür, dass ich so gekämpft habe. Ich glaube, das ist einfach die Belohnung. Eines hat sich Vanessa für die Zukunft ganz fest vorgenommen. Sie will einfach glücklich sein. Trotz der vielen Narben ein ganz normales Leben führen. Und genau damit anderen Mut machen.